Hallo, wir sind hier auf dem IPB World Congress in Berlin und neben mir steht Lucian, der Co-Autor und Produzent des Films Jenseits der Rache. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, ihm ein paar Fragen zu stellen. Hallo Lutz. Hallo. Warum hast du gerade jetzt heute einen Film gemacht, der sich mit dem Thema Rache und Versöhnung beschäftigt? Ich denke mal, wenn man ein kleines bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus guckt, also in seinem Land herumguckt, den Blick vielleicht erhebt auf den Kontinent oder sogar zur Welt, dann sehen wir auf jeden Fall, dass wir uns im Moment in einer Welt befinden, die sich unglaublich beschleunigt hat und mit dieser Beschleunigung auch eine Beschleunigung der Konflikte stattgefunden hat, und zwar der Konflikte aller Art. Und ich denke, dass jeder Beitrag, also nicht nur unser Dokumentarfilm, aber jeder Beitrag, der versucht, Antworten zu finden, wie wir unsere Konflikte gewaltlos lösen, willkommen sein sollte, gerade heute. Warum sollte denn jemand, der jetzt dem eine Ungerechtigkeit widerfahren ist oder dem wehgetan wurde, warum muss der sich versöhnen? Ich denke, das sagt uns unsere Lebenserfahrung. Wenn ich einen starken Konflikt in der Vergangenheit erfahren habe, das sagt sich so einfach, ne? Aber wir wissen aus Lebenserfahrung, weißt du, was es bedeutet, weil das sind Dinge, die dich bis über Jahre hinweg begleiten können. Bei manchen Leuten gibt es Konflikte, die sie ihr ganzes Leben lang beschäftigen, die dich beeinträchtigen in deinen Beziehungen, in den Gefühlen, wo die Lebensfreude, die Lebensenergie absolut reduziert sind, weil sie permanent beschäftigt sind mit diesem Kleinhalten dieses großen Konflikts und der Schmerzen, die damit verbunden sind. Und stell dir vor, es wäre möglich, den Konflikt zu lösen, was das für eine Freiheit bedeuten würde, der Zuwendung zur Zukunft, zur Freude auf neue Erfahrungen, auf das Leben, an Energie. Und wie macht man das, sich versöhnen? Ja, guck dir den Film an, nein. Ich glaube, dass es auf dem Gebiet einen großen historischen, kulturellen Irrtum gibt. Mhm. Wenn du heute, also jetzt im Moment, jemand das Wort Versöhnung entgegen, also im Gespräch aufwirfst, sind damit Bilder begleitet wie zwei Menschen, die miteinander verfeindet waren und sich umarmen und sagen, jetzt ist alles wieder gut. Ja. Aber das ist ein Irrtum, weil damit ist der Konflikt nicht beendet. Und das ist ja auch das, was wir versuchen mit dem Dokumentarfilm ein bisschen zu machen, genauer hinzugucken. Denn wo schmerzt mich die Wunde oder die Ungerechtigkeit, die du mir vor vielen Jahren zugefügt hast? Die ist ja nicht in dir, die ist auch nicht in der Luft zwischen uns beiden. Ein gewisser vielleicht ja, aber wo ist sie wirklich? In meiner Erinnerung. Also einfach ausgedrückt, der erste Schritt hin zu einer tatsächlichen Versöhnung ist in mir drin, mit mir selber. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich ja immer noch hingehen und dich umarmen, aber dann eben aus ganzem Herzen und nicht irgendwie oberflächlich. Und wir leben ja jetzt hier jetzt in einer Gesellschaft, in einem Staat, wo halt die Justiz eigentlich ja auf dem Prinzip Rache beruht. Das ist ja unser Fundament. Wie sieht für dich denn eine Justiz aus, wo das anders wäre? Wie sähe das denn in einem für dich idealen Fall aus? Ich denke das auch. Das ist auch eine sehr, sehr große Frage. Zu wünschen wäre, dass in naher und mittelbarer Zukunft dass von Leuten, die daran Interesse haben, von diesen sogenannten Spezialisten, viel, viel mehr mal grundlegend diskutiert wird. Da ist, glaube ich, eines der Gebiete unserer Gesellschaften, wo wir dringend eine radikale Veränderung brauchen. Denn tatsächlich ist so, wie du sagst, die Justiz eigentlich noch immer eine maskierte Rache. Und jetzt, um es nur mal kurz anzureißen, sehe ich zwei Grundfunktionen, die eine tatsächliche Justiz, die den Menschen gerecht werden will, erfüllen sollte. Das ist einmal den Opfern von Gewalt, wir sprechen jetzt nicht nur von physischer Gewalt,
die Möglichkeit zu geben, öffentlich sich zu äußern, was ihnen passiert ist, und öffentlich zu erfahren, die Unterstützung der Gesellschaft, die sich an ihre Seite stellt und sagt, das ist wahr, das, was dir zugestoßen ist, war nicht richtig. Was eine Möglichkeit eröffnen würde, sich zu versöhnen in mir drin mit dem, was mir erfahren ist. Und eine zweite wichtige Funktion, die eine gerechte Justiz erfüllen müsste, wäre, Maßnahmen zu ergreifen, dass jemand, der Dinge schlecht gemacht hat, der die Gemeinschaft, das Zusammenleben geschädigt hat, dass er die gleichen Dinge in der Zukunft nicht wiederholt. Also da steht nicht im Vordergrund die Bestrafung für das, was er getan hat, sondern was kann man tun, damit er es in Zukunft nicht wiederholt. Sicherlich gibt es mehrere Funktionen, die da noch zu besprechen wären, aber die zwei würde ich herausstellen. Super, vielen Dank für das Gespräch und jetzt gehen wir den Film schauen. Gerne.